Und damit willkommen zurück zum Let's Play Landwirtschaftssimulator 17. Ich will euch heute nochmal einen kleinen Mod zeigen. Ich bin hier gerade schon am Vorbereiten dazu. Ich habe mir jetzt mal den hier auf die Map geholt. Meinen kleinen neuen, na klein ist er nicht, mein großer neuer Freund, der T5. Es ist leider nur der T5, ja. Und ich möchte euch heute was zeigen. Und zwar den Joskin 3-Punkt-Kipper. Und zwar schauen wir uns den heute auch mal im Shop an. Und als Kosten 5 Euro am Tag, Anschaffungspreis variabel, logischerweise. So sieht das Teil aus. Warum zeige ich euch es im Shop? Warum mache ich das sonst nicht? Ja, hier gibt es Sachen zu konfigurieren. Und da muss ich was dazu erklären. Also fangen wir mal mit dem einfacheren von beiden an. Design, neu oder gebraucht? Gebraucht kostet nicht extra, neu kostet extra, klar. Gebraucht sieht er dann eben gebraucht aus. Das vom anderen Design her Standard, dann sieht er so aus oder mit Verlängerung Gitter. Das heißt, da rundrum sind Gitter dran, glaube ich. Und mit Ladebordwand ist da drum Ladebordwand. Kaufen wir mal den Standard. Mit Gitter und mit Ladebordwand und dann auch in neu. Okay. Sind sie? Sind sie? Da sind sie. Also, Sache Nummer 1, wir haben auch gleich Spanngurte, die man anbringen kann. Das finde ich schon mal gut. Vom Design auch her. Grafiken sehr, sehr verhältnismäßig sehr, sehr scharf. Die Schmutzpartikel, naja, gut. Hier das Schild kann man sehr gut lesen. Die Grafik sehr, sehr scharf. Die Textur wirklich, wirklich gut. Man kann es anscheinend auch an den Frontlader anbauen. Das werden wir auch gleich testen. Und hier beim Grünen sieht man es noch deutlicher. Das Schild sauber. Die Textur ein kleines bisschen verwaschen. Hier das Typenschild wieder sauber, das kann man wirklich lesen. Das ist echt, das ist wirklich Wahnsinn. So, testen wir mal gerade. Also. Was der denn so kann. Hier hinten für den 3-Punkt. Oh. Nein, Entschuldigung, ich muss anfangen. Also für Textur gibt es auf jeden Fall schon mal 5 von 5 Sternen. Sind wir insgesamt bei 5 von 5. Kommen wir zum nächsten Teil der Lokfehlerfreiheit. Die ist gegeben, dafür auch 5 von 5 Punkte. Das sind wir bei 10 von 10. Dann Funktionsumfang. Was kann das Ding denn? Das ist Frontlader, mittlere Maustaste. Wir können das Teil auskippen. Okay. Aber dann frage ich mich, wie kippt der denn bitte? Brauchen wir hier für einen Zylinder? Oder? Das ist eine dumme Frage. Natürlich brauchen wir hier für einen Zylinder. Aber, das kann ich jetzt verraten. Ich denke, das. Ich könnte die Spanngurte machen, okay. Aber. Und wir können die Klappe auch aufmachen. Das ist dafür gedacht, dass wir es am Frontlader, glaube ich, davon jetzt abkommen. Schaut euch diese Kette mal an. Wie geil ist das denn? Das ist ja mal richtig geil. Wirklich. Richtig cool. Jetzt kommt der zweite Test. So,
müsste eigentlich gehen. Es geht auch. Ja, ich glaube nämlich... Ja, also, schauen wir mal. Ja. Was soll ich sagen? Ich finde es ein bisschen... Hier finde ich es ein bisschen komisch. Aber wir werden sehen, wie es funktioniert. Also. Wir können... Genau. Klar auskippen und die Klappe auf und zu machen. Und zwar bei beiden. So. Verzichten und ich kann auf den anderen verzichten und werde nur den großen benutzen. So für die klassischen Fälle. Man hat einen Nähdrescher. Der fast voll ist und der muss dann noch abgetankt werden. So, ich muss das mal rein. Okay. Gut. Also fahren wir das Teil mal zum nach Hause. Und probieren es mal aus. Oh. So wackelt's? Im Flugzeug oder? Seht ihr das? Das Teil schwimmt ein bisschen. Okay. Hoppla. Als Maul. Das ist ein Testgelände. Es sitzt nicht sicher im Flugzeug, würde man sagen. Ich müsste, kann ich mir nicht vorstellen. Also vielleicht nicht ganz so clever gemacht. Ja, ich liebe diesen Traktor, das ist geil. Nun müsste es mit dem größeren Motor geben. Dass es so viel PS hat wie der Fendt. Mit 300 Barrel. Und dann wäre der, glaube ich, geiler als der Fendt. Weil der hat auch ein Umleuchten und so. Was können wir laden? 4 Tonnen. Was wir dafür geladen haben, sitzt auch sicher im Hochwerk drin. So, und ich glaube, die eigentliche Funktion, wenn ich mich jetzt irre, wäre es halt lustig. Genau, ich steuere den im Sinne von, ich drücke nicht Steuerung I, weil Steuerung I funktioniert nicht, sondern ich kippe alleine.
aus über die Tatsache, dass ja. Dass er als Anbaugerät über die Maus gesteuert wird. Also die Kippfunktion ist nicht verfügbar in dem Sinne. Aber ja, halt im anderen Sinne. Also anders. Ja, ich drücke mich wieder sehr schwer gerade aus. Da gab es ja in anderen Teilen des LS immer Schwierigkeiten, wo dann irgendwo dann am Ende statt der vollen Kapazität eine 99 dann am Ende stand, was dann immer sehr extrem aufgeregt hat, jedenfalls mich. Aber gut, man kann sich hier nicht über alles aufregen. Was soll das denn? So. Das geht schon mal alles rein. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Danke. Ja. Irgendwo ein bisschen Verlust. Das ist nur die Frage, wo. Naja. Wir schauen dann jetzt mal auf die Silo-Stände. Das ist Weizen 22.002. Gibt er auch aus, wenn wir den... So. Ja, es passt. Sehr schön. Ein... Holen jetzt offizielles Mitglied im Sinne eines Gadgets. Man könnte ihn auch für Holz oder sowas benutzen. Mal, weiß nicht genau, Holz oder so reinzuschmeißen. Alle Fälle tolles Ding. Den mag ich. Ja. Achso, also für Funktionen mal auf jeden Fall 5 von 5 Sternen macht. 15 von 15. Persönliche Meinung, ich glaube, man kann rauslesen, was da los ist. Die Ketten und so weiter, wie das alles gemacht ist, welche Möglichkeiten es da so gibt, wie vielfältig einsetzbar der ist, also von der persönlichen Meinung her kriegt ihr von mir auch definitiv 5 von 5 Sternen, macht insgesamt 20 von 20, also Top-Mod. Applaus dafür. Macht euch selbst ein Bild davon, der Link ist unten in der Videobeschreibung, ladet den Mod herunter. Und vergesst nicht, dieses Video zu bewerten. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Lasst dem Kanal ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Aktiviert die Glocke, um Benachrichtigungen über ein neues Video zu erhalten. Ihr wisst ja, immer um 19 Uhr. Also,
Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis morgen.